Eine Zahnbürste, die die Welt rettet. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Ottmar Sens. Eine Zahnbürste, die die Welt rettet, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Beinahe hätte ich sogar gesagt, eine Zahnbürste gegen Corona. Ja, was hat es damit auf sich? Was sind denn mit die größten Probleme, die wir momentan auf der Welt haben? Einmal klar Corona, aber das geht relativ schnell vorbei. Erderwärmung auch natürlich, da kann eine Zahnbürste mit Sicherheit nicht helfen. Aber auch Plastikmüll. Müll im Allgemeinen, aber Plastikmüll. Was passiert mit dem ganzen Plastikmüll, den wir produzieren? Die großen Versprechungen, dass der grüne Punkt den Plastikmüll recycelt, die werden leider nur zur Hälfte eingehalten. Ein Teil des Plastikmülls wird tatsächlich dem normalen Restmüll beigemischt, damit er in den Müllverbrennungsanlagen besser verbrennt. Das muss man sich mal vorstellen, da zahlen wir quasi sogar zweimal für den Plastikmüll. Aber ein sehr großer Teil wird eben nicht dem Restmüll beigemischt und verbrannt oder recycelt, sondern der wird nach Fernost transportiert, um dann dort recycelt zu werden oder zwischengelagert zu werden. China verweigert inzwischen die Annahme von europäischem oder deutschem Plastikmüll und so wird es in andere asiatische Länder gebracht. Und da werden teilweise ganze Landstriche mit unserem Plastikmüll bedeckt. Was dann damit passiert, ob der, wenn der nah am Meer gelagert wird, dann womöglich wieder ins Meer gelangt, das ist alles sehr ungewiss. Und die ein oder andere Schiffsladung wird vielleicht auch, ups, haben wir zufällig im Meer verloren, entsorgt. Naja gut, das ist ein anderes Thema. Kann jetzt eine Zahnbürste viel dazu beitragen, dass der Plastikmüll gemindert wird? Natürlich nicht. Eine Zahnbürste alleine kann das nicht bewerkstelligen. Aber wenn man darauf achtet, möglichst viel Müll zu vermeiden, gibt es da auch Möglichkeiten, eben bei Zahnbürsten mitzumachen. Ich habe hier mal zwei solche Exemplare, wo man effektiv Müll mit vermeiden kann. Denn was brauchen wir letzten Endes bei Zahnbürsten? Wir brauchen nur hier oben den Kopf. Den ganzen Griff, den könnte man eigentlich mehrfach verwenden. Und da sind eben, wie gesagt, ich habe da jetzt einfach mal zwei Beispiele rausgesucht. Da mag es noch mehr geben. Ich möchte jetzt nicht explizit Reklame für diese beiden Marken machen, da mag es noch mehr Möglichkeiten geben. Der Trick bei diesen Zahnbürsten ist, dass man zum Beispiel bei dieser Zahnbürste nur den Kopf wechselt. Ja? Also nur dieser kleine Teil der Zahnbürste wird gewechselt, wenn sie verbraucht ist. Und der Teil, der Griff, das meiste von dem Plastik, das kann man mehrfach verwenden. Das ist also das eine System. Das andere System sieht so aus, dass man dann hier nur den oberen Teil der Zahnbürste wechselt und hier den Griff behält. Was gibt es da für Vorteile, für Nachteile? Der Nachteil dieser Zahnbürste ist natürlich, dass man hier noch viel mehr Plastik hat. Vorteil ist, dass man eventuell etwas hygienischer ist, dass man halt den ganzen Teil, dass es ein Teil ist, dass sich dann nirgendwo zusätzlich Wasser sammeln kann und dass man dann eben den ganzen, ich sag mal, hygienisch problematischen Teil vielleicht dann wegschmeißt. Bei dieser Zahnbürste hier hingegen hat man das Problem, dass da, wo die beiden Teile zusammengeklipst werden, natürlich ein Spalt hier entsteht, wo
Feuchtigkeit einziehen kann, Bakterien einziehen können und das Ganze dann ein hygienisches Problem werden könnte. Mein Tipp in dem Fall wäre einfach nach dem Zähnebürsten den oberen Teil kurz zu entfernen und alles mit Wasser auszuspülen und dann offen liegen zu lassen und trocknen zu lassen, so können sich da keine Bakterien vermehren. Warum man allerdings solche wirklich guten Zahnbürsten, die wirklich auch Plastikmüll reduzieren, warum man diese Zahnbürsten dann aber in einer Verpackung verpacken muss, die ja zu über 50% auf jeden Fall wiederum aus Plastik besteht, das erschließt sich mir nicht. Wahrscheinlich Marketinggründe. Das heißt, wenn man als Kunde im Supermarkt oder im Drogeriemarkt steht und die Bürsten nicht schön durchleuchten sieht durch die Verpackung, greift man vielleicht nicht so schnell zu. Ich habe keine Ahnung. Für mich würde es mehr Sinn machen, solche Bürsten, die eben wirklich Müll verhindern können, die dann eben einfach in Pappschachteln zu verkaufen. Man kann ja ein schönes Foto drauf machen, wenn man meint, die Kunden müssten unbedingt die Zahnbürste sehen, um sie dann auch zu kaufen. Ja, das war's mit diesem Video. Wenn Sie Plastikmüll beim Zähneputzen vermeiden wollen, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Zum Schluss noch habe ich vergessen, ich habe diese Zahnbürsten jetzt tatsächlich beim bösen Amazon bestellt, weil ich die hier in den Drogeriemärkten nirgendwo gefunden habe. Wenn Sie eine solche Zahnbürste suchen, fragen Sie nach. Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage da ist, wird auch das Angebot kommen. Und wenn Sie dann im DM oder Rossmann oder wo auch immer in irgendwelchen Drogeriemärkten sind, fragen Sie jede Woche nach. Irgendwann wird die Nachfrage dann so groß sein, der Nachfragedruck, dass die Zahnbürsten dann ins Angebot kommen. So meine Hoffnung. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein mit diesem Video. Ich verbleibe wie immer mit gesunden Grüßen, Ihr Dr. Ottmar Sensen.